Hallo, ich bin Manuela von Body Enjoy und ich zeige dir heute, wie du diese kleine, lange Faszienrolle anwenden kannst. Wir beginnen mit dem Armbereich. Der Arm hat eigentlich vier verschiedene Seiten und ich zeige dir, wie du die Armseite abrollst, so dass der Handrücken auf der Rolle aufliegt. Wir beginnen also mit dem Handrücken auf der Rolle. Die andere Hand benutzen wir, um mehr Druck zu machen, sofern das für deinen Körper passt. Achte immer darauf, dass du nur so stark drückst, dass du sicher in einem Genussschmerzbereich bleibst. Du darfst es intensiv spüren, aber es sollte kein quälender Schmerz sein, sondern immer noch so eine Art Genussschmerzbereich. Wenn die Finger fertig sind und der Handrücken, achte darauf, dass die Hand und die Finger ganz entspannt sind. Also so wäre angespannt, das ist auch angespannt, locker lassen. Und dann drücke gut immer mit dem Gewicht oberhalb der Rolle und arbeite so langsam den ganzen Arm hoch. Wir machen nur den Unterarmbereich jetzt und da ist es noch wichtig, dass du am Ende über den Ellbogen rollst. Den Arm schön ausstrecken, Hand locker, Finger locker und so rollst du noch über den Ellenbogen drüber. Du kannst es am besten auf einem Tisch machen, wie ich jetzt hier gezeigt habe. Es geht aber auch an der Wand oder auf dem Boden kannst du auch ausprobieren. Viel Spaß damit!